Vogtsdorf hat gefeiert. 3 Tage lang war das gesamte Dorf auf den Beinen, um das Vogtsdorfer Vogelschießen in vollen Zügen genießen zu können. Angefangen mit dem Fackelumzug durch die Ortschaft, über den Familiennachmittag am Samstag bis hin zum Höhepunkt des Wochenendes am Sonntag, das Königsschießen. Jedes Jahr organisiert der Heimatverein mit Hilfe engagierter Bürger, der Feuerwehr und ortsansässiger Vereine ein grandioses Fest, das sich sehen lassen kann. Rummel, Live-Musik und sportliche Wettkämpfe. Das Programm ist vielfältig und abwechslungsreich. Dieses Jahr war ein Hauptfest, 45. Vogelschießen und 20 Jahre Heimatfestverein. Zu diesem Jubiläum haben wir uns unsere Freunde aus Baden-Württemberg eingeladen, die Blaskapelle, die gleichzeitig auch als Guckefahrzer auftreten. Also das Fest gibt es seit mehreren hundert Jahren. Der Jugendverein 1895 hat es früher organisiert. Durch die Kriegszeit ist es natürlich überall dann verboten worden. Und seit 1994 ist das Vogelschießen wieder ins Leben einberufen worden. Durch die Wendezeit und alles haben wir das dann wieder gemacht, als Jugendverein und später als Heimatverein. Das Feedback war sehr gut, vor allen Dingen viele Kinder. Die Eltern machen mit, alt und jung. Auch nicht jeder, der in einem Verein ist, hat dort auch mitgewirkt. Man kann gar nicht zu viel Danke sagen, weil wirklich zu viel Arbeit in diesem Fest und auch der Mitwirkenden steckt. Jetzt ist noch Preisschießen und anschließend geht es dann um das Preisschießen des amtierenden neuen Schützenkönig. Und dann ist am Abend die Schützenköniginwahl. Aber nicht nur Vogtsdorfer waren mit am Start. Auch befreundete Faschingsvereine und Besucher von überall aus der Region kommen jedes Jahr gern vorbei. Das Fest hat einfach Tradition. Ein Blickfang- und Besuchermagnet war neben dem Festzelt und den Schaustellern der Glitscherstand aus Rechenberg-Bienenmühle. Wer bin ich? Ich bin der Steffen Walter aus Rechenberg-Bienenmühle. Ich bin der Vorsitzende vom Rechenberg-Bienenmühler Karnevalsverein. Und ich sehe so aus, weil ich heute die Oma Brigitte, die uns natürlich dieses edle Kichelrezept vererbt hat, heute darstelle und mit ziemlich großem Erfolg, wie man das so sieht. Wir sind ausverkauft. Wir Karnevalsvereine und der Heimatfestverein Vogtsdorf, wir unterstützen uns gegenseitig. Die kommen zu unseren Karnevalsveranstaltungen, die jedes Jahr im Februar in Dorf Chemnitz, im Gasthof am Chemnitzbach stattfinden. Und natürlich im Jahr, wenn gerade kein Fasching ist, haben wir natürlich riesen viel Zeit. Und dann besuchen wir unsere befreundeten Vereine, wie zum Beispiel hier das Vogtsdorfer Heimatfest und Vogelschießen hier. Jedes Jahr, also schon seit Jahren. Das Thema dieses Heimatfestes oder dieses Jubiläums ist ja: O Erzgebirg, wie bist du Ski? Und wir wollten nicht anfangen mit Schnitzen und mit Drechseln, sondern wir haben einfach das Einfachste, die Ernährung genommen und das uralte erzgebirgische Rezept Glitscher in die Tat umgesetzt. Sonntag war es dann soweit. So wie es sich gehört, wurde das amtierende Königspaar feierlich zu Hause abgeholt und zum Festgelände gebracht. Beim traditionellen Umzug waren wieder festlich geschmückte Wagen zu sehen, die mit viel Liebe zum Detail, mit Witz und Charme und jede Menge Ideenreichtum gestaltet wurden. Am Nachmittag stand dann das Highlight des Wochenendes auf dem Programm. Beim Königsschießen gingen diesmal gleich 10 junge Männer an den Start und wollten sich die Krone sichern. Mit gezielten Schüssen versuchten sie das Herz zu erobern und sich in die Liste der Vogtsdorfer Schützenkönige einzureihen. Dann ging Kevin Schellenberger an den Start. Nachdem sein Vorgänger das Herz bereits gespalten hatte, hieß es Nervenstärke beweisen und den Schuss gezielt platzieren. Der 18-Jährige visierte das Ziel an und dann Schuss. Nach nur wenigen Runden lag das Herz am Boden und der neue Schützenkönig war gefunden. Die Freude war natürlich groß. Genauso wie die Überraschung über den Sieg. Kurz nach dem Schießen konnten wir mit dem neuen Vogtsdorfer Schützenkönig sprechen. Ich bin Kevin Schellenberger und ich bin der neue Schützenkönig von Vogtsdorf.
Also Vogelschießen ist ja schon eine lange Tradition im Dorf. Und da ich dieses Jahr dann 18 geworden bin, hat man natürlich den Tag ersehnt und hat dann mitgeschossen direkt. Und nachdem ich gesehen habe, dass das Herz gerissen war schon und meine Schüsse davor eben alle knapp daneben gingen, dachte ich mir, der muss jetzt landen und das hat er dann auch. Ich bin immer noch fassungslos. Also das erste Mal mitschießen und dann der erste Schuss, der aufs Herz geht, dann wirklich zu treffen und das Herz runterzuholen, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Nun fehlt nur noch die offizielle Krönung. Ganz traditionell erfolgt die Auszeichnung in Vogtsdorf auf dem Schützenball. Schick zurechtgemacht liefen Kevin, die beiden vorhergehenden Schützenpaare, die diesjährigen Kandidaten sowie die Bewerberinnen um das Amt der Schützenkönigin ein. Denn in Vogtsdorf darf sich der König seine Königin selbst wählen und die ehemaligen Schützenpaare erhalten neue Schärpen. Kevins Wahl fiel auf Emilia Ulich. Freudestrahlend nahm sie die Wahl an. Damit war es dann offiziell. Vogtsdorf hat ein neues Schützenpaar gefunden, das sich jetzt ein Jahr lang auf verschiedene Veranstaltungen freuen kann. Wir konnten mit den beiden und mit ihren Vorgängern sprechen. Ja, wir wünschen dem neuen Paar alles Gute, dass sie die Zeit genießen, ja, und sich einfach treiben lassen. Und für nächste Saison eben ganz viel Kraft, um das Fest zu stemmen. Ja, und man sollte trinkfest sein. Ein großer Höhepunkt ist zum Beispiel der Weckruf, der dann quasi beim amtierenden Schützenkönig und bei der Schützenkönigin ist. Das startet früh 5 Uhr im Oberdorf. Und wird dann quasi zum Schützenkönig gegangen, dort gefrühstückt und dann zur Schützenkönigin und dasselbe auch wieder mit Frühstück und Getränke. Ja, also ich finde, es ist ein schönes Gefühl, da man das ja jetzt alles schon mal mitgemacht hat. Aber trotzdem sind das halt sehr große Emotionen dabei und man freut sich halt immer wieder, vor so vielen Leuten zu stehen. Ja, also wir freuen uns, denke ich, beide sehr auf den Weckruf. Früh um 5 und dass halt einfach das ganze Dorf zu uns kommt und wir mit allen eine schöne Zeit haben. Also es war eigentlich für jedes Vogelschießen wieder wunderschön, eben heute früh gestartet mit dem Weckruf zum ehemaligen Schützenkönig und hat sich eben bis jetzt so durchgezogen. Einfach eine wunderschöne Zeit, wie immer. Mit dem Schützenball ließ Vogtsdorf das alljährliche Vogelschießen ausklingen. Bei bester musikalischer Unterhaltung wurde bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert. Deine Blicke sagen alles. Deine Lippen machen süchtig nach mir. Halt mich fest und frage mich nochmal. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Schatten dieser Nacht, wir hatten so voll Leidenschaft, dann sind wir aufgewacht.